Willkommen hier wieder zurück zu Story of Season, Friends of the Great Kingdom. So, eigentlich sollen das hier die lieben Wichtel machen, aber irgendwie habe ich auch keine Geduld. Nein, ich wollte eigentlich ein Nickerchen machen. Aber auch dafür habe ich gerade keine Geduld, so wirklich. So, ne, halb, so, naja. Senden. Den Rest möchte ich eigentlich alles behalten. Was haben wir denn hier jetzt noch? Das hier ist der Baumodus. Möbel auswählen. Ausziehe Wasserhahn. Moment. Brauche ich dann nie wieder gießen oder was heißt das? Kann ich dann da immer Wasser holen? Farmoption der Raymond Vogelscheuche. Nobita-Ballon, Doraemon-Ballon. Das ist schade, dass man sowas nicht einfach mal so hinstellen kann. Aber okay, dann machen wir es so. Na, lass mal das so. Speichern. Und schon bin ich wieder da oben. Helfen beendet. Ah, schön. Genau, das wollte ich sehen. Das ist doch wunderbar. So, dann kann ich jetzt ein Nickerchen machen, bis 17 Uhr mache ich jetzt einfach mal. Verdammt, ich hätte bis 18 Uhr machen sollen. Mist. Egal. Bis dann sollte es eigentlich fertig sein. Sammeln wir das ganz kurz hier alles ein. Rein theoretisch könnte ich jetzt sogar richtig viel pflanzen, ne? Ich könnte hier nochmal so richtig schön auf den Putz hauen. Na, ich kann schon mal zählen, wie viel das ist. Das wäre gar keine schlechte Idee. Komm, packen wir die noch dazu. Die Koralle behalte ich. 1, 2, 3, 4, 12, 14, 18. Machen wir 18 mal. 18 mal 9. 90 und 126 müsste das sein. 126 Mal von einer Sorte. Es ist schon nicht wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich dann so viel kaufen kann. 126, von was würde ich denn das kaufen? Von Kürbissen sind 4 Tage. Ist ja auch, glaube ich, das, was am günstigsten mit ist. Ja, machen wir das so. Dann warten wir kurz. Ich nehme mal einen Schluck aus meinem Glas. Maracuja-Schorle. Ja. Gut, noch langsamer konnte ich jetzt nicht trinken. Dann, sobald das Geld dann da ist, das jetzt jeden Augenblick kommt, kann ich 126 Stück von denen kaufen. Das sind 99.
90 und dann heißt es 27 nochmal. Das müsste auch hinkommen, oder? Wir haben 90. Ah ne, warte. 2 und... Ne, warte mal. 18 Stück. 80, 160 minus 18 sind 50, sind 142. Das heißt, ich muss 43 kaufen, ne? So sollte es passen. Die ganze Zeit falsch gerechnet. Das müsste aber hinkommen. Die gute Nachricht ist, ich muss nicht irgendwie ansatzweise mal gießen heute. Seht, das geht alles schon automatisch. Aber ich glaube irgendwie, ich habe mich immer noch verrechnet. Ja, ich habe mich verrechnet, definitiv. Oh nein. Ich glaube, so lange hat sie gar nicht auf. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Und man merkt aber auch, dass die Frames jetzt langsam einbrechen. Ich habe mit Achterfeldern gerechnet. Wow. Guck mal, wie hier die Frames einbrechen. Nein. Oh, ja. Das ist, wenn man halt so ein Gewöhnungstier ist, ne? Boah, ist das krank. Ist das krank. Also ich habe wirklich schon bei einigen Spielen Frame-Einbrüche festgestellt, wo ich mir dann so denke, okay, komm, drückst ein Auge zu. Ist schon halb so schlimm. Aber das ist jetzt echt heftig. Nein, sie hat zu. Och Mann. Ah. Aber jetzt auf der Farm, das ist ja extrem heftig. Das heißt, dann zoome ich da mal ran. Wenn ich rauszoome, dann leckt da wieder hundertprozentig. Nee, leckt da nicht. Okay. Ah, es ist doch doof. Da gehen mir dann die Felder verloren. Naja. Gut. Ich glaube, mit euch hatte ich allen gesprochen. Dann legen wir uns mal hin und dann müsste sogar der Event mit dem Dämonenatem starten. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir den Dämonenatem besiegen. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder Musik haben. Ja, wir haben wieder Musik. Ah, schön. Ich weiß nicht, ich finde das so total unangenehm, wenn da irgendwie keine Musik kommt oder so. So.
So, Neo. Luana. Loomis. So, mal schauen, was jetzt alles passiert. Komischerweise steht auch nicht, dass die Weile vorbei ist. Aber es passiert was. Aufgepasst, Leute. Wir haben Neuigkeiten von Sally. Der Dämonenatem zeigt seine Wirkung bereits an den Stadtgrenzen. Ja, die Pflanzen entlang der Stadtgrenze verdorrt bereits. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Doraemon arbeitet immer noch daran, das Allheilsaat gut vorzubereiten. Und Loomis erforscht immer noch die genaue Wirkung der Blume. Sind wir jetzt sicher, dass die rechtzeitig fertig werden? Ja. Ich frage mich, ob wir etwas tun können, um zu helfen. Oh, da seid ihr zwei. Ist alles bereit? Alles bereit. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Hier bei mir ist auch schon alles fertig. Die Allheilmittel-Blumenbombe. Jetzt können alle Blumenbomben Allheilblumensamen versprühen. Und nur für den Fall, dass uns die Bomben ausgehen. Ich habe mit dem Doppler-Spiegel weitere Allheilblumen hergestellt. Das ist genial, Doraemon. Ich habe geforscht, wie effektiv diese Blume das Gas filtert und reinigen kann. Was hast du herausgefunden? Das Ergebnis war überraschend. Sie reinigen besser, als wir dachten. Klingt, als wären wir bereit. Ja, aber wir müssen die ganze Zeit über gut aufpassen. Ihr solltet wissen, dass Suneo und Pip von Sally erfahren haben... Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Es ist soweit. Setzen wir den Dämonenatem ein für alle Mal ein Ende. Hä? Warum hat er das nicht ausgefüllt? Moment. Hä? Achso. So, und da kann ich auffüllen, oder was ist das? Oh, Tatsache. Komm, Doraemon, hier, ein Geschenk für dich. Zusammen gehen. Das da oben nehmen wir mit. So, ich muss dann auch noch gleich wieder shoppen gehen. Das heißt... 27 Stück brauche ich. Beziehungsweise 21. So, dann wechseln wir. Wechseln auf die Bürste. Ganz wichtig, erst bürsten. Man sollte die Tiere auch füttern. Ich traue euch, dass ihr die füttert. Ich habe euch nicht umsonst da beschenkt, bis zum geht nicht mehr. Wieso gucken wir so traurig? Nein. Genau. Und weiter geht's. Amadeus ist auch erledigt.
diesen Kürbis gegossen. Ist auch wichtig. Ah, wartet, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Du, Raymond, du bist mir viel zu schnell. Ich glaube, das war hier, ne? Genau. Dann gießen wir einfach mal. Da fehlt ja auch noch einer. Ach, das war das Wetter. Das war das Unwetter. Deswegen. Ich habe das Unwetter jetzt ganz vergessen, dass bei dem Unwetter ja dann die Sachen kaputt gehen. Das erklärt es natürlich dann, ne? Eigentlich passt mir das gar nicht in den Kram, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, das heißt also immer noch 27. Pip hatte ich jetzt schon, ne? So, Neo hatte ich auch schon. Dann gehen wir nochmal in den Laden und holen uns da jetzt die ganzen Sachen ab. Ah, mit dir hatte ich ja noch nicht gesprochen. Mit Ivo. Wir machen doch eigentlich um 8 auf, oder? Oder ist heute der ein freier Tag? Ist heute irgendein besonderer Tag? Habe ich irgendwas verpasst? Sprich zwischen 7 und 16 Uhr mit Loomis. Hä, haben die heute zu? Habe ich heute irgendwas verpasst? Ist heute wieder... Die haben heute zu, ich glaub's nicht. Ach, dann reden wir mal mit Loomis eben. Ist das ungünstig, ey. Dann lass uns die Allheilmittelblume pflanzen. Wir werden den Dämonenatem aufhalten. Bereit? Absolut bereit. Los geht's. Ja, tschakka. Oder? Das ist also der Ort, an dem wir die Allheilblume pflanzen wollen? Ja, wir fanden ihn perfekt groß am Berg, wie du Raymond es wollte. Wir möchten lange suchen, aber kein anderer Platz ist so gut wie dieser. Gute Arbeit, Leute. Okay, Leute, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Doraemon, bitte. Verstanden. Die Allheilmittel-Blumenbombe. Der Kopfkopter. Der Vergrößerungsstrahl. Seht euch diese Aufstellung an. Kommt schon, Leute, fangen wir an. Also nimmt jeder eine Blumenbombe, fliegt mit dem Kopfkopter hoch und bedeckt das ganze Gebiet mit Allheilblumen. Und mit dem Vergrößerungsstrahl machen wir die Blumen riesengroß. Juhu, klingt, als hätte es alle verstanden. Okay, Zeit, sich aufzuteilen und an die Arbeit zu gehen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Startet die Allheilblumenrevolution. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Stimmen geachtet. Und jetzt benutzen wir den Vergrößerungsstrahl, richtig? Das ist der Vergrößerungsstrahl? Hoffentlich geht alles glatt. Wir haben noch jede Menge Allheilsamen übrig. Ja. Brauchen wir sie allesamt auf. Wir sind schon eine Weile dran. Es kann nichts mehr viel übrig sein, oder? Halt, wir sind noch lange nicht fertig. Hätte nicht gedacht, dass es lange dauert. Reicht das nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wissen nicht, wie viel Gas es ist. Was sollen wir jetzt tun? Es kann nicht mehr viel Zeit übrig sein. Ich bezweifle, dass wir in diesem Tempo rechtzeitig fertig werden. Aber dann wird die Stadt...
Auf keinen Fall. Nobita, streng doch mal gut dein Hirn an. Was kann ich tun? Hey, Doraemon, was passiert jetzt? Eins? Hä? Alle? Seid mal ruhig, ja. Ich versuche hier zu denken, ja? Hey, ihr alle. Hä? Hört endlich auf zu schreien. Moment, wie bitte? Leute, wir sind hier, um zu helfen. Mary? Nicht nur ich, alle anderen auch. Ihr alle? Was macht ihr denn alle hier? Mary hat uns erzählt, dass ihr alle hier an einer Sache arbeitet. Und das hat euch alle hierher geführt? Wir wussten, dass ihr versucht, alle unsere Pflanzen zu retten. Wir dachten uns, dass es etwas damit zu tun hat, also sind wir hier. Ja, also, sagt uns, was wir für euch tun können. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, dass du alle für uns zusammengetrommelt hast, Mary. Bedank dich nicht bei mir, ich habe nichts getan. Wie meinst du das? Ich habe nur erzählt, was du vorhast. Sie wollten selbst kommen. Aber warum? Warum? Na, weil ihr alle so unermüdlich die Stadt verbessert gemacht habt. Ihr habt hier alle so hart gearbeitet. Ihr habt unseren ewigen Respekt. Was auch immer ihr tut, es muss richtig sein. Darum helfen wir euch. Hör schon auf, so hochtrabend zu reden. Trotzdem, wir sind hier und wollen helfen. Sagt uns, was ihr braucht. Vielen Dank euch allen. Raymond, hast du die zusätzliche Allheilblume, die wir vorbereitet haben? Hier, könnt ihr euch die schnappen und so viele wie möglich pflanzen. Klar, ich pflanze einen ganzen Haufen. Danke, mit eurer Hilfe sollte das viel schneller gehen. Legen wir los. Belle, Liebes, ich habe die Blume mitgebracht. Danke, Oma, du solltest aber ruhig angehen lassen. Und du solltest für sie mitarbeiten, Oliver. Hey, ich bin Denker, kein Macher. Egal, lass uns weitermachen. Ist das richtig, Papa? Ich habe noch nie Blumen gepflanzt. Das ist fantastisch, Uri. Du hast viel von deiner Mutter und von deiner Mutter in dir. Streng dich mal an, Gidal, ja? So wirst du nie Schmiedemeister. Ja, ja. Jetzt hör schon auf, alter Mann. Wow, du kannst es gut, Sally. Die Blumen wirken alles zufrieden. Danke, Mary. Jetzt komm schon. Hilf mir mal. Ich hätte wohl öfter zusehen sollen, wie du dich um Pflanzen kümmerst. Es ist nicht zu spät, um anzufangen. Ich zeig dir auch, wie du ich sie trimme. Ruhig und konzentriert, genau wie bei uns in der Klinik, was? Sieht so aus, als könnten wir es schaffen, wenn alle mit anpacken. Ja, du bist toll, Nobita. Hä? Alle sind deinetwegen hier, weißt du? Du hast ihr Leben verändert. Auch wie du die Farm wieder aufgebaut hast. Sie haben großen Respekt. Aber das war ich nicht allein. Hä? Gian, Suneo und Shizuka haben auch in der Stadt mitgeholfen. Und du, Raymond, Luana, Ivo, Pip und Gidori helfen mit. Und du auch, Loomis. Du hast dich schon um die Stadt gekümmert, bevor wir aufgetaucht sind. All das ist der Grund, warum wir jetzt alle hier sind, um zu helfen. Also, danke nicht nur mir, wir haben das alle zusammen gemacht. Ja. Da hast du wohl recht. Also gut, das sollten die letzten sein. Und fertig. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, mit der Hilfe von allen zusammen. Hurra! Der Himmel zieht sich wirklich zu. Ja, sieht so aus, als würde es bald regnen. Das war kein kleines Beben. Was hat das ausgelöst? Sieht aus, als wäre es jetzt weg. Ja, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Hoffentlich gibt es keinen Grund zur Sorge, nach dem, was wir getan haben. Meine Güte. Oh, Mutter. Sieh mal, was wir geschafft haben. Wir sollten jetzt sicher sein. Diese Blume. Sie wird Allheilblume genannt. Die Allheilblume. Du meinst, du kennst sie? Ja. Du dachtest, sie könnte uns alle retten, oder? Ja, mit Doraemons Apparat haben wir sehr viele Allheilblumen hergestellt. Schau, sicher haben wir jetzt genug, um den Dämonenatem abzuwehren.
Wenn das nur wahr wäre. Was meinst du damit? Du hast doch vorhin das Beben gespürt, oder? Der Vulkan wird hungrig. Unruhig. Ich fürchte, ein noch nie dagewesener Dämonenatem steht kurz bevor. Diese Allheilblume sollte die Luft reinigen und... Theoretisch ja, aber die Mystier haben das auch versucht, ohne Erfolg. Jemand hat es schon mal versucht? Ja, und leider hat es sie nicht gerettet. Aber sieh dir an, wie viele Allheilblumen wir gepflanzt haben. Ja, und vielleicht retten sie uns noch. Aber wir können nicht sicher sein. Aber... Majestät, es ist noch Zeit für eine Evakuierung. Vielleicht muss ich... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn der Apparat meines Mannes fertig wäre, er könnte uns alle retten. Ein Apparat? Hat er außer der Forschungsnotiz noch etwas dagelassen? Ja, obwohl er nie die Chance hatte, ihn zu vollenden. Mutter, ich muss es wissen, was hat er hinterlassen? Dein Vater hat immer daran geglaubt, dass der Dämonenatem zurückkehrt. Er nutzte seine Begabung, um ein Präventionsgerät zu entwickeln. Was genau ist das für ein Apparat? Seine Notiz beschrieben eine ähnliche Wirkung wie die Allheilblume. Doch bevor er fertig wurde, ist er... Sein Werk liegt unvollendet unter der Burg und kann uns unter diesen Umständen kaum von Nutzen sein. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, um sein Werk fortzusetzen. Leider habe ich nicht einmal die Klügsten herausgefunden, wie er funktioniert. Deshalb fürchte ich, dass es wenig Hoffnung gibt. Lumis? Mutter? Ja? Zeig mir das Gerät, vielleicht kann ich helfen. Hast du nicht zugehört? Nicht einmal die Klügsten verstehen es. So begabt du auch bist, Lumis. Selbst dein Vater fand es schwierig. Ja, du hast recht. Ich bin nicht mal mehr halb so gut wie Papa. Warum willst du dann... Oh, nicht nur ich allein. Leute, darf ich euch noch einmal um eure Hilfe bitten? Ja, vielleicht könnte Luana, Ivo oder Pip helfen, aber ich? Da wäre ich nicht so sicher. Die Blumen haben wir dank dir gefunden. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Das haben wir selbst gesehen. Jetzt brauche ich noch einmal eure Hilfe. Alleine schaffe ich es nicht. Dummes. Da kann ich wohl nicht Nein sagen. Was sagt ihr, Leute? Alles klar, dann zurück an die Arbeit. Lumis. Mutter. Nun gut, folgt mir. Wenn es mal wieder länger dauert. Du trägst das gleiche Feuer in deinen Augen wie dein Vater. Da wären wir. Das ist der Apparat, den Vater gebaut hat? Genau der. Ich habe noch nie etwas so Großes und Komplexes gesehen. Vater. Also gut, es bleibt nicht viel Zeit. Los an die Arbeit. Lumis, Ivo, ich habe alle Unterlagen besorgt, die der König dagelassen hat. Perfekt. Finden wir heraus, welche Informationen Lumis braucht. Genau, wir fangen am besten gleich an. Also eigentlich hätte ich jetzt so mit Blättern von Buchseiten oder sowas erwartet und keinen Schraubendreher. Naja, Scan des Apparats läuft. Hast du etwas gefunden? Es fehlt an ausreichender Stromversorgung und einige Teile sind defekt. Okay, wir brauchen also eine Stromversorgung und ein paar Ersatzteile. Wir sollten die benötigten Materialien bestimmen und nach ihnen suchen. Das kann dauern. Ich habe mir ein paar Decken von Hysteria geliehen. Und ich habe ein paar Kochutensilien von Garrett geholt. Wenn wir Hunger haben, kann ich uns in der Schlossküche was zaubern. Tolle Idee, ein kleiner Snack bei all der Arbeit tut sicher allen gut. Sag uns Bescheid, wenn du etwas möchtest, Lumis. Hey Nobita, reiß dich zusammen, ja? Deshalb musst du so groß und stark werden wie ich. Jetzt komm schon. Warum müssen diese Teile nur so schwer sein? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu beschweren. Ich schaff das. Das ist die richtige Einstellung, Nobita. Bleib dran. Ich lasse das Zeug für dich hier drüben, Lumis. Alle Arbeiten unterbrochen. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Alle Arbeiten ununterbrochen. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Wie lange
lange sind wir schon dran? Es dämmert bestimmt schon. Alle sehen erschöpft aus und das aus gutem Grund. Jetzt fehlt nur noch ein letztes Teil, aber keine Ahnung, wie es funktioniert. In Vaters Notizen steht es nicht. Ob das auch sein Problem war damals? Was soll ich nur tun? Stimmt etwas nicht? Ja, ich weiß nicht, was ich mit diesem Teil hier machen soll. Du machst Witze, nachdem wir schon so weit gekommen sind? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Vater, ich bin wohl doch nicht so geschickt, wie ich dachte. Du gibst das hier nicht schon auf, oder? Hä? Du bist fast am Ziel. Konzentrier dich und du wirst es schaffen, Loomis. Diese Stimme. Vater. Du gibst doch sicher nicht schon auf, oder? Ja, das hat er mal zu mir gesagt, als ich jünger war. Ich schaffe es nicht, das ist zu schwer. Ist es das? Du bist aber sehr nah dran, mein Junge. Sehr nah. Wirklich? Ja, du bist fast am Ziel. Gib nicht auf, vergiss nicht. Ich bin bei dir. Wenn du versprichst, dass du die ganze Zeit hier bleibst? Versprochen. Bleib konzentriert und du schaffst das, Loomis. Vater. Wenn er doch nur hier wäre, aber das kann er nicht sein. Loomis, er ist weg und ich bin auf mich allein gestellt. Loomis. Nobita? Bist du okay? Du warst einen Moment lang weggetreten. Tut mir leid, mir geht's gut. Aber du kannst jetzt nicht aufgeben. Hä? Schau, wie weit wir sind. Du hast praktisch schon alles herausgefunden. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann, aber sag einfach, was du brauchst. Ich weiß, du schaffst das, Loomis. Komm schon. Nobita, er klingt fast wie Vater. Ja, Vater mag weg sein, aber meine Freunde sind noch da. Ja, du hast recht, das ist nicht die richtige Zeit, um aufzugeben. Das ist die richtige Einstellung. Wir haben es fast. Zeit für den letzten Versuch. Bleibst du bei mir? Darauf kannst du wetten. Es ist geschafft. Es ist geschafft. Vielen Dank an alle. Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ach was. Uns läuft die Zeit davon. Bringen wir das Ding an seinen Platz. Ja, wir müssen anfangen, das Ding den Berg hochzutragen. Wir haben es geschafft, Vater. Wir haben es geschafft, Vater. Wir haben es geschafft. Das sollte genügen. Danke, Leute. Sieht aus, als wären wir gut vorangekommen. Danke für eure Hilfe. Ja, aber sieh diesen Regen an. Geht es allen gut? Euch ist hoffentlich nicht kalt. Ich habe das Ding durch Regen, Kälte und Schlamm geschleppt und bin kaputt. Meine Klamotten stinken jetzt auch noch nach See. Ist es wirklich sicher, sich so im See aufzuhalten? Ja, dank des Adaptorstrahls. Allerdings wissen wir nicht, wann der Dämonenatem zu wirken beginnt. Ja, wir müssen den Apparat schnell zum Laufen bringen, Loomis. Gut, dann wollen wir mal. Das war kein gewöhnliches Beben. Alle weg vom See und von den Mauern. Mami. Nein, nicht jetzt. Ich muss den Apparat in Sicherheit bringen. Loomis? Nobita, was hast... Was tust du da? Du musst da raus. Aber Loomis ist noch da. Diese Mauern stürzen gleich ein. Loomis, pass auf. Nobita, 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 Nobita. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss die Superhandschuhe benutzen. Ich muss Loomis retten. Nobita? Puh, sieht aus, als hätte ich es geschafft. Du bist immer für eine Überraschung gut, hä? Huh? Danke, Nobita. Du hast Glück, dass du noch ganz bist, Nobita. Das war echt gefährlich. Einen Moment lang war ich Krankvorsorge. Du hast Loomis und seinen schicken Apparat gerettet. Gute Arbeit, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass du das kannst. Hey, merkt ihr das? Die Erschütterungen haben aufgehört. Und der Apparat ist noch ganz. Wie beruhigend. Schalten wir ihn ein. Gut, jetzt müssen wir nur noch diesen Schalter hier drücken. Wenn alles funktioniert, sollte er sich in Bewegung setzen. Es muss funktionieren für alle in der Stadt. Für die Farm, für die wir so hart gearbeitet haben. Und auch für meine Mutter. Hä? Warum zittern meine Hände? Ich darf jetzt nicht den Mut verlieren. Warum kann ich nicht in solchen Momenten stark sein?
Komm schon, tief durchatmen. Du musst nur den Schalter umlegen. Alles wird gut. Du hast alles getan, was du konntest. Es wird klappen. Aber was ist, wenn es nicht klappt? Oh, Vater, Mutter, ich bin nicht stark genug hierfür. Du schaffst das schon. Hä? Nobita, du Rayman. Das stimmt, ich bin nicht allein. Die ganze Zeit war ich nicht allein. Wir haben es zusammen geschafft. Danke, ihr zwei. Jetzt geht's los. Komm schon. Bitte funktioniere. Bitte lass es funktionieren. Bitte. Alles hängt davon ab. Bitte mach schon. Ich hoffe, das funktioniert. Los, komm schon. Es muss klappen. Das muss es. Hey, seht mal, der Regen hat aufgehört. Das Wetter kann in dieser Höhe ganz schön launisch sein, was? Hey, schaut mal. Hä? Wow. Der See. Er ist... Er verändert sich definitiv. Was bedeutet das wohl? Vielleicht heißt es, dass wir es geschafft haben? Wir haben es geschafft, ganz sicher. Und der Dämonenatem? Darüber brauchen wir uns wohl keine Sorgen mehr zu machen. Wir haben es geschafft. Yippie. Gut gemacht, Lumis. Du hast es wirklich geschafft. Ja, aber nur weil ihr mir alle mitgeholfen habt. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Hey, wir sind nicht die Einzigen, die das Lob verdient haben, hä? Haha. Du hast wohl recht. Kommt schon, ihr zwei. Gehen wir zurück. Ich bin sicher, alle warten schon auf uns. Komme. Wow, wie schön. Ich habe von der Heilblume gelesen, aber dass sie so schön ist? Ah, sie sind wieder da. Und, wie sieht es aus? Eure Gesichter verraten uns wohl alles, was wir wissen müssen, hä? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, den Dämonenatem abzuwehren. Na, das ist, nenne ich doch mal eine Leistung. Ihr seid unglaublich. Nicht doch. Ohne eure alle Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Wie auch immer, danke euch allen, sollte die... Dank euch allen sollte die Stadt und ihre Pflanzen jetzt sicher sein. Sie sind wahrscheinlich müde von allem, was sie durchgemacht haben. Ich möchte mich auch bedanken, aber wir sollten sie ausruhen lassen. Außerdem sollte wohl erst jemand anderes mit ihnen reden. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein, Liebchen. Richtig. Mutter. Nobita. Und ihr auch, Doraemon, Shizuka, Suneo, Gian, Gidori, Luana, Ivo und Pip. Euch allen gebührt meine ewige Dankbarkeit. Ohne euren Mut hätten wir den Dämonenatem nie besiegt. Ich habe mich geirrt, dass ich alleine diese Last tragen könnte. Ihr habt euren Wert bewiesen und habt euch Respekt verdient. Das ist... Ich würde so vieles gerne wieder gut machen. Alles, was ihr wollt, gehört euch. Eure Majestät, wir wollen zu unserem Planeten zurückkehren. Unsere Familie warten auf uns. Wir brauchen nur unser Raumschiff zurück. Eure Familien dort warten auf euch, ja? Sie sind sicher Krankvorsorge. Ihr solltet bald wieder zurückkehren. Bitte verzeiht mir. Ich werde euch euer Schiff sofort zurückgeben. Solange wir es zurückbekommen, müsst ihr euch nicht entschuldigen. Ihr habt nur versucht, auf euer Volk aufzupassen. Das wissen wir. Deshalb können wir euch nicht böse sein. Du bist sehr freundlich, junger Mann. In den Augen einer Mutter wird ihr Kind immer ein Kind bleiben. Ja? Ich wollte dich nur beschützen, aber du wirst langsam erwachsen. Ich habe nicht erkannt, dass du begonnen hast, die Welt auf deine Art zu sehen. Ich konnte mir nie vorstellen, dass mein Lumis der Retter unseres Volkes ist. Leider habe ich als Königin und Mutter schlecht geurteilt. Es gibt wirklich etwas, das du nie richtig verstanden hast, hä? Ich wollte nur, dass du dich auf mich verlassen kannst, als dein Sohn. Ich habe gelernt, dass es viel gibt, das ich nicht alleine schaffen kann. Ich konnte nur weitermachen, weil ich nicht alleine bin. Weil ich wusste, dass meine Freunde genauso hart arbeiten.
Ich wollte immer nur, dass du dich genauso auf mich verlassen kannst. Wir sind schließlich eine Familie und es ist entmutigend, wenn geliebte Menschen dir nicht vertrauen. Lumis, aber sag nicht, dass du als Mutter versagt hast. So habe ich noch nie über dich gedacht. Du warst die liebevollste Mutter und die hingebungsvollste Königin. Meinst du wirklich? Wie konnte ich nur so blind sein? Was für eine Mutter bin ich? Und doch, trotzdem lobst du mich als Mutter und Königin. Ich hoffe, ich kann dein Vertrauen in mich gerecht werden. Mein Sohn, du stehst vor deinen Freunden, genug der Tränen. Mach dich nicht lustig über mich, Mutter, ich bin keine Heulsuse. Das stimmt, jetzt ist sowieso nicht die Zeit für Tränen. Es tut mir wirklich leid, Lumis. Mutter. Prinz Lumis, meine Königin, wie schön, dass ihr euch versöhnt. Minister Prunius. Bart saugt all. Hä? Hey, ja, du hast recht. Schön, dass du dich mit deiner Mutter wieder vertragen hast, Lumis. Ja, ich wünschte, ich könnte meine Mutter auch bald wiedersehen. Es wird wohl Zeit, dass auch wir uns zu unserer Familie zurückkehren. So. Ja. Dann würde ich sagen... Freunde dich noch besser mit Lumis an. Freunde dich noch besser mit Ivo an. Freunde dich noch besser mit Ghidorah an. Mit Luana. Ernsthaft? Seriously? Oh Mann. Lumis ist erledigt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin Eutro, haut rein. Tschö, tschö.